Und ja, ich bin von den Toten auferstanden. Ich weiß, ich habe super lange nichts hochgeladen. Hi und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Maike und ich habe heute ein neues Video für euch. Der ein oder andere von euch wird sich wahrscheinlich fragen, warum habe ich einen Workout-Top an? Warum hat der Titel was mit Fitness zu tun und mit Ernährung? Und warum drehe ich jetzt plötzlich ein Fitness- und Ernährungsvideo? Ja, viele von euch wissen ja, dass ich eigentlich gar nicht geplant hatte, Fitnessvideos zu machen, sondern ich habe mich seit einem Jahr ungefähr, seit letzten Oktober, einfach damit beschäftigt, mehr Fitness zu machen. Ich war einfach unzufrieden mit meinem Körper. Ich war faul, ich war schlapp, ich hatte keine Kondition und ich wollte unbedingt was ändern. Also habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen. Ich lerne einfach jeden Tag dazu und ich habe mich nie so gesehen, als wäre ich jetzt der krasse Fitness-YouTuber, als könnte ich hier irgendjemandem was sagen. Also bitte nicht so denken. Und deswegen habe ich das Ganze immer im kleinen Kreis gehalten, habe das Ganze auf Snapchat geteilt, also so Motivationssprüche, was ich immer gekocht habe. Das hatte übrigens übertrieben viele Screenshots von euch. Und wirklich immer kamen super liebe Kommentare von euch und ihr habt immer gefragt, wie hast du das gekocht? Wie kannst du dich aufraffen, zum Sport zu gehen? Woher kriegst du deine Motivation? Und dass ich euch vor allem motiviere. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und viele von euch wollten einfach, dass ich Videos dazu drehe. Ich bin natürlich immer hingegangen und habe gesagt, ja, ja, ich drehe dazu noch ein Video, weil ich die Leute nicht enttäuschen wollte. Und in den Gedanken habe ich auch immer damit gespielt, ein Video dazu zu drehen. Aber wie gesagt, ich habe mich nie wirklich als Fitnessprofi oder so gesehen. Deswegen habe ich das gelassen. Aber die Anfragen haben sich halt immer mehr gehäuft. Und weil ich auch persönlich immer Leute gucke auf YouTube, die sich mit diesen Themen beschäftigen, also mit Ernährung, mit Fitness und allem, habe ich mir gedacht, okay, frag mal die Leute, ob sie wirklich ernsthaft was davon auf YouTube sehen wollen, weil mich diese Leute halt auch immer super krass motivieren. Und dann habe ich halt einen Snap gestartet und habe gesagt, okay, screenshottet das Ganze einfach mal, wenn ihr mehr Fitnessvideos sehen wollt, beziehungsweise überhaupt Fitnessvideos wollt. Und das Ganze hatte wirklich so, so, so viele Screenshots, dass ich gesagt habe, okay, nimmst jetzt all deinen Mut zusammen und startest sozusagen dein erstes Video, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Also ich werde jetzt kein kompletter Fitness-YouTuber, keine Sorge. Ich mache natürlich weiter meinen Beauty-Kram, meinen Fashion-Kram und meinen Lifestyle-Kram, aber ich werde einfach diese Fitness-Motivations- und Ernährungsvideos in mein Repertoire aufnehmen und zusätzlich auf diesem Kanal hier drehen. Deswegen bin ich super gespannt auf euer Feedback. Also schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche Videos ihr zu diesem Thema sehen wollt, ob euch das gefällt oder eher nicht. Ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen hoch oder runter geben, je nachdem, wie ihr dieses Ganze findet. Also ich möchte wirklich eure ehrliche Meinung haben, um eben zu wissen, ob euch das Ganze wirklich interessiert. So, jetzt kommen wir aber auch zum eigentlichen Thema dieses Videos. Ich weiß, ich habe super lange drum herum geredet, aber mir war es wirklich wichtig, erstmal den Standpunkt klar zu machen. Nicht, dass ihr eben denkt, dass ich jetzt so ein Wannabe-Fitness-YouTuber werde, obwohl ich keine Ahnung habe. Und wir beschäftigen uns heute mit meinen liebsten Frühstücksideen, die ich immer mache, wenn ich zur Uni gehe, wenn ich am Wochenende frühstücke. Und mir ist es dabei wirklich sehr wichtig, dass die Frühstücksideen wirklich gesund sind, dass die lange satt machen und vor allem, dass die schmecken. Also ich kenne so viele Leute, die im Internet irgendwelche Frühstücksideen oder generell Essensideen zeigen und dann schmeckt das Ganze nicht. Oder man wird von den Sachen irgendwie nur eine Stunde satt und dann ist schon wieder vorbei. Also deswegen habe ich wirklich viele, viele Dinge, die ich euch gleich zeigen werde, wirklich über eine längere Zeit gegessen, habe geguckt, okay, schmeckt das auch noch nach 3 Wochen und nicht nur am ersten Tag. Und ja, die Sachen kann ich euch wirklich alle nur ans Herz legen. Ich liebe jedes einzelne Gericht davon und ich würde sagen, ich rede gar nicht zu lang rum und wir fangen direkt an. So kommen wir auch schon zur ersten Frühstücksidee und zwar ist das Apple Pie Oatmeal mein liebstes Frühstück. Schmeckt original wie Apfelkuchen gefühlt. Und zwar braucht ihr dafür 40 Gramm Haferflocken, einen Apfel, ein paar Leinsamen nach eurer Wahl, also wenn ihr es mögt, sonst lasst ihr es einfach weg. Und dann noch ein bisschen Wasser und Honig und Zimt. Den Honig fürs Süßen, da könnt ihr auch Agavendicksaft nehmen. Und Zimt schmeckt super auch im Herbst, Winter gerade und kurbelt auch noch den Stoffwechsel an, falls ihr es noch nicht wusstet. Und als erstes nehmt ihr euch einfach euren Apfel und schneidet den dann in gleichmäßige Stücke. Und nachdem wir den Apfel klein geschnitten haben, fangen wir auch schon an, die Haferflocken zu bearbeiten. Und zwar nehme ich mir hier die Haferflocken und kippe eine große Portion Zimt rein. Ich liebe einfach Zimt. Wenn ihr Zimt nicht so gerne mögt, könnt ihr das auch gerne weglassen. Und dann versuche ich einfach so viele Apfelstücke wie möglich in diesen kleinen Behälter zu kriegen. Ihr könnt natürlich auch eine große Schüssel nehmen und den ganzen Apfel da reinpacken. Mache ich sonst auch immer. Und nachdem ich das Ganze dann mit Honig gesüßt habe, vermische ich es nochmal gut, damit eben der Honig auch
so gut es geht an alle Haferflocken drankommt. Dann nehme ich mir noch ein bisschen Wasser, da könnt ihr aber auch Sojamilch nehmen oder normale Milch. Und damit begieße ich das Ganze, bis es ungefähr bis zum Anschlag voll ist. Und dann kommt das Ganze 3 Minuten in die Mikrowelle. Ihr könnt das natürlich auch aufkochen auf dem Herd, aber ich habe einfach festgestellt, wenn es morgens schnell gehen muss, ist die Mikrowelle immer mein Lebensretter. Und das Ganze toppe ich dann nochmal mit ein paar Leinsamen und Apfel. Und schon ist das Ganze fertig. War das nicht einfach? Ja, das war's. Und es geht auch schon direkt weiter mit einer super leckeren Sache. Oh mein Gott, ich bekomme wieder Hunger, wenn ich das sehe. Und zwar ist das dieses Avocado-Granatapfel-Nusstoast. Und es war so lecker, ich habe es direkt danach gegessen. Und dafür braucht ihr einfach nur etwas Eiweißbrot. Ihr könnt auch normales Brot nehmen, aber Glutenintoleranz, hallo. Und ein bisschen Avocado, Granatapfelkerne und Nüsse. Und als erstes fange ich natürlich damit an, die Avocado aufzuschneiden. Und da habe ich nochmal einen kleinen Trommelwirbel gemacht dafür, dass sie bitte reif ist. Und ich hatte Glück, sie ist nicht komplett braun innen drin. Und dann habe ich einfach angefangen, eine halbe Avocado in so Würfel zu schneiden, damit ich sie anschließend schön auf mein Brot streichen kann. Und glaubt mir, Leute, ich liebe Avocado. Ich habe so viel Avocado draufgepackt, wie es nur ging. Mein ganzes Brot ist übersät mit Avocado, aber es war wirklich so, so, so lecker. Und ihr verteilt erstmal gleichmäßig die Avocado auf den beiden Hälften und danach geht es auch schon weiter mit den Granatapfelkernen. Ich habe jetzt meinen Granatapfel offcam schon mal ein bisschen enthüllt, weil das eine ziemlich spritzige Angelegenheit ist und das wollt ihr nicht sehen. Und gekrönt wird das Ganze dann noch mit Nüssen und schon ist dieser einfache und schnelle Snack fertig und wie gesagt, es war so lecker. Last but not least zeige ich euch diesen Quinoa-Obstsalat und auch das ist eine super Alternative, denn man kann Quinoa auch süß essen. Wusste ich bis vor kurzer Zeit auch noch nicht und dafür braucht ihr Quinoa. Ich habe hier so ein paar Kochbeutel genommen, weil das einfach die schnellste und einfachste Art ist. Und dann könnt ihr natürlich die Toppings eurer Wahl nehmen. Ich habe hier Blaubeeren, Himbeeren, Datteln, Banane und Nüsse. Und als erstes habe ich meine Quinoa nach der Anleitung gekocht, also 15 Minuten im Topf und habe das Ganze dann mit Honig gesüßt. Ihr könnt natürlich auch Agavendicksaft nehmen und natürlich darf Zimt nicht fehlen und das ist so die Basis für meine Fruchtschüssel und dann kommen auch schon die ganzen Toppings. Ich liebe Blaubeeren, ich liebe Himbeeren, ich liebe Nüsse, ich liebe Banane, ich liebe Datteln und natürlich muss das alles in meine Schüssel rein und da habe ich auch großzügig alles draufgehauen und auch schon ist das wieder fertig. Also ihr seht schon, die ganzen Sachen sind wirklich super einfach, die gehen super schnell, lassen sich alle super mit in die Uni und zur Arbeit nehmen und ich bin Fan von jedem einzelnen Gericht. Und jetzt habe ich Hunger. So, das waren jetzt eben meine liebsten gesunden Frühstücksideen. Schreibt mir mal gerne eure ehrliche Meinung in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet mit der Fitnesssache, was euer liebster Snack war und was ihr vielleicht auch mal in Zukunft nachmachen möchtet. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die kleine Glocke anmachen, damit ihr eben kein Video mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!